So, meine Herren und Damen der Sonne, Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ghost of Tsushima. Wir sind immer noch mit Yuriko unterwegs. Are you tired, Yuriko? No, Lord Sakai. This is the best day I've had since our afternoon at Lake Omi. I don't remember that. You are sure that was me? It was so long ago. You must have forgotten. Dann erzähl. Ich würde gern mehr davon erfahren. Aber ich habe auch irgendwie den Eindruck, die stirbt bald. So, ungefähr so. Hier so, da so. Ich weiß es nicht, ist sie auch ein direktes Mitglied der Familie oder nur so eine Art Haushälterin oder wie oder was? Keine Ahnung. You remember, young master? We'd pay our respects to the Shimura warriors buried here. Then spend the afternoon writing poems. I remember, Yuriko. Let's write one now. Klar, warum nicht? Vergänglichkeit. Turm hoher Ehrgeiz. Robuste Mauern. Unbewegter Berg. Robuste Mauern klingt sehr interessant. Der Stein folgt dem Wasserlauf. Endlos fließendes Wasser oder die das Menschenwerk ist fragil. Endlos fließendes Wasser klingt sehr interessant. Und hier? Leben fließt zum Tod, ja. Leben blüht und welkt. Oder Clan und Fürst schwinden. Ich nehme Leben, blüht und welkt. Unbreakable walls. Endlessly flowing water. Life blossoms and fades. Bin ich gespannt, gibt es wieder. Well said, my lord. The proud do not endure. The greatest of us fall in the end. We should return to Omi. I'll stay a while. I know better than to argue. Good. You learned something today. Kazumasa used to say Lord Shimura was too concerned with that castle. The strongest point on the island. He equated strength with the huge, the immovable, like a mountain. He had a point. Doubt and indecision have destroyed armies. In the midst of battle, true leaders must stay rooted, stand firm. But look at that waterfall. All that immovable rock yields to water. The strength we need is all around us. I have one more place I would like to visit, my lord. When you're ready. Ja, ich bin ready. Auf jeden Fall. Yurikos Andenken. Okay. Lord Sakai. Oh, das klingt nicht gut.
Excuse me. The cold wind is getting to me. Yuriko, you're not well. Nonsense. Let me take you to Akashima. They can treat you. We have to visit someplace special. Where? It's not far. After that, I promise we will see your healers. Fine. But if you start feeling worse, we go straight to Akashima. Of course, my lord. Always so stern. Okay, die Kunst des Sehens. Where is this special place of yours? You'll see. You cannot tell me? I won't have to. Okay. Lead the way. Let's see if you can keep up. Careful, Yuriko. Let's go. There's an onsen around here, isn't there? Eine heiße Quelle gibt's hier. Könnte ich gebrauchen, aber das mache ich dann später. There it is. Shall we take a closer look? Was? Die heiße Quelle? Isn't it beautiful? Very. Why are we here? Are you upset? I hope it's not wrong of us to come. I don't understand. Oh, it's so painful to see you weighed down by sadness with Lady Sakai and the little one. Yuriko, are you all right? It's nothing. I just felt a little faint. When did you last eat? Yesterday, I think. Wait here. I'll find us something. I'm not a child. Please, Yuriko, rest here a moment. As you wish, since you ask so sweetly. I'll be back soon. Maybe there's game nearby. Okay. Bring this to Yuriko. Make her eat a little. Okay, ich befürchte Schlimmes. Yuriko,
Yuriko! Her horse isn't here. She rode off. Ah, kann ich noch nicht nutzen. Den Hufspuren. This way. Das klingt nicht gut. Yuriko's horse. She can't be far. Sie haben mal schon mal ihr Pferd. Oh shit. My lord. Yuriko, are you hurt? No. I was just... I got lost. Where were you going? I saw my mother. She waved but kept walking. I had to catch up. I'm bringing you home. No. My mother, I have to make an offering. You do not. Please, for all the times I've done as you asked, come with me. Let me pay respects to my mother. All right, but don't push yourself. Thank you. Das gefällt mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. My mother would take me on long walks in these hills and teach me about the plants. Maybe that's why you saw her. Noch ein Schrein. Nein, das hält's gut mit Yuriko, weil ich deck die Karte auf. Die, wenn stirbt, dann raste ich aus. Ist aber kein besonderer Friedhof, oder? Das gefällt mir gar nicht. Lady Sakai.
Tsumasa. Are you listening? I'm listening. I made him drink that remedy my mother taught me. We sat by his side the whole night. You held my hand. Do you remember? Yes, I remember. That night, I was so scared. So sad for little Jin. But I was so happy. Does that make me a bad person? No. When he recovered, when you taught me how to ride, the day we rode to the onset, oh, the sunset was red and full. Was what? The best day of my life. It's dark, Kazumasa. Tell me what you see. Okay, sie hält uns anscheinend für den Vater von Jin. I can see all the way to Yarikawa. I remember the war. A tragedy for all the clans. Good people remain there. Castle Kaneda. I wish you weren't there so often. Why do you say that? You have many responsibilities. I am grateful for the time we share. But I always want more. Mm-hmm. There's the temple in Kushi. You can see the pagoda. Every new year, I pray there for you and little Jin and my family. Jin is lucky you take such good care of him. Now tell me what you see. Yuriko? Rest, Yuriko. The strength we need is all around us. The mighty fall at last, to be no more than dust before the wind. Ja, Jin, da würde ich mir auch einen Kopf fassen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gesagt, ich raste aus. Das ist doch nicht normal. Jeder, der uns nahe steht, stirbt oder läuft über. Eins von beiden. Oh, ist doch der Wahnsinn. Yurikos Andenken, Talisman des Fernkampfs. Ja, der wär auch noch interessant. Bogenschutz, Strohhut. Hier gibt es anscheinend nichts mehr zu entdecken. Ja, hier haben wir Yuriko beerdigt. Es ist verdammt schade, dass sie nicht mehr ist. Das ist verdammt fucking schade. Das muss man jetzt so offen sagen. Das ist der Wahnsinn. Ja, das müssen wir auch mal alles erkunden hier. Ja,
Was wäre denn die nächste Story? Eine Nacht im Feuer. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hätte gern diesen Fleck noch erkundet. Was ist denn am naheliegendsten? Da guck mal kurz. Dann kartieren wir die Karte da unten noch ein bisschen auf. Da will ich hin. Also sie hatte wenigstens ein schönes Leben, das muss man dazu sagen. Also es ist schon verdammt traurig, muss man sagen. Entweder sterben sie, die, die uns nahestehen, oder die Gondeln mit Rösose laufen über zu den Mongolen. Mich hat jetzt der Fleck da einfach gestört. Ich möchte den jetzt einfach mal frei haben. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, hä, warum reitet der jetzt mitten in Isohara in das komische Gebiet rein? Weil es mich stört. Und ich reite gern durch dieses Spiel, weil das Spiel ist einfach nur wunderschön. Jemand? Nobu ist es für nicht. Nein. Ich bleib bei Nobu. Dem bleib ich treu. Hinten haben wir noch eine Geisel. Who was running with me? Where did they catch you? Azamo's eastern coast. At the crossroads where the fishermen used to sell the day's catch. Stay away from there until I've dealt with the Mongols. Genau.
Ist es hier? Ja. Heiße Quelle mit Bergblick. Und wo? Da unten. Kann ich gebrauchen. Wir sind hinüber. Machen wir meine Mutter. Mother spent her last weeks in the hot springs. Even then, she'd never get her hair wet. Okay. Da ist er. Good boy. Ja, stimmt. Der Goldgipfelschrein, dann haben wir noch einen Schrein entdeckt. Oder wir waren hier schon. Ja, ich weiß jetzt nur einen Schrein, den konnte man nicht erobern oder hinaufklettern, weil wir da ja den Kletterhaken noch gar nicht für hatten. Es sieht nach einem Platz für eine Haiku aus. Wo kommen wir jetzt dahin? Nimm mal den Schrein halt noch mit. Schreinen entdeckt. Wunderschön. Ich kann es nur immer wieder sagen. Mal schauen, was wir kriegen.
wäre ein Talisman, aber ich bin gespannt, was für ein. Talisman des Sonnenkamis, okay, was bringt mir der? Okay, ja, das klingt nützlich. Haben wir das auch aufgedeckt. Aber jetzt möchte ich die Folge hier sehr, sehr gerne wieder abschließen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Haut rein. Euer Sakai.